Hallo, willkommen zu einem neuen Video, heute zum No-Name-Tag. Ja, und das ist ausnahmsweise mal ein Tag, welcher von Chucky und Mea war es, glaube ich, ins Leben gerufen wurde. Und er hat mich auch sofort getaggt. Und ja, und dieser Tag, der ist relativ neu. Das heißt, ich kann so gut wie jeden taggen, weil nur sehr wenige dazu ein Video gemacht haben. Mir fällt momentan nur Chucky und Mea ein, also bis zum Ende dranbleiben, ob ihr wissen wollt, ob ihr auch getaggt werdet. Ja, also der No-Name-Tag, ich habe keine Ahnung, wie der jetzt zu dem Namen kam. Wahrscheinlich wusste der Chucky und Mea nicht, wie ihr ihn sonst nennen sollte, weil die anderen Filme, ich meine die anderen Tags, die haben ja alle so besondere Namen, wie jetzt Filmsammler-Tag, Nostalgie-Tag, alles ist möglich-Tag und auch letztens der Bedeutungstag, aber hier No-Name-Tag. Also die Fragen, die sind auch sehr gemischt. Also zum Beispiel bei der ersten Frage geht es um deutsche Filme und dann irgendwie schwappt es dann rüber zu Godzilla-Gegnern ohne eine Verbindung dazu. Also ist total komisch, aber das werdet ihr dann ja auch noch sehen. Und was ihr auch schon gesehen habt, ist, dass der Hintergrund sich was verändert hat. Ja, ihr kennt ja alle diese blaue Box. Aber die Box, die kennt ihr noch nicht, die habe ich in meinem Keller gefunden. Ja, die habe ich ja vom Mathe-Scout geschenkt bekommen, habe ich ja schon öfters erzählt. Und die habe ich erst gestern im Keller gefunden. Also sehr cool, jetzt sieht es ja aus wie in so einem Filmstudio. So, erste Frage, wie ich zu deutschen Filmen stehe. Die habe ich ja schon im letzten Video im Bedeutungstag. Wenn ich dran denke, ist der in der Videobeschreibung verlinkt. Wobei ich habe im letzten Video auch gesagt, ich würde Sachen verlinken, aber habe es dann vergessen, das muss ich noch machen. Aber wenn ich dran denke, oder wenn ich nicht dran denke, schaut einfach auf meinem Kanal, das war mein letztes Video, da habe ich diese Frage schon beantwortet. Wobei nicht ganz, ich habe gesagt, dass ich Filme wie jetzt hier Manta und Der Eisbär sehr cool finde, also sehr, sehr cool, aber andere Filme wie Fucking Goethe nicht so und. So Filme wie jetzt Das Boot, so Klassiker, die sind mir halt einfach zu lang. Oder auch Titanic, das ist zwar jetzt kein deutscher Film, oder auch Avatar ist auch kein deutscher Film, aber ich bin kein Freund von so langen Filmen. Da muss man sich immer so Zeit nehmen, also Zeit einplanen, als jetzt bei so einem kurzen Film, der jetzt 1,5 Stunden bis 2 Stunden geht, den kann man mal so abends schauen. Aber ich finde so lange Filme, auch wenn man da jetzt nicht gerade Ferien hat, dann ist es sehr schwierig, die zu schauen. Ach ja, und dann gibt es noch so, also ein überwiegender Anteil von deutschen Filmen, besonders von neuen deutschen Filmen, die sind mir auch alle so kompliziert. Natürlich jetzt so Filme. Es gibt auch positive Beispiele für neue deutsche Filme, wie jetzt Chiller of Duty, der ist sehr cool und auch sehr verständlich, aber so andere neue deutsche Filme. Die sind halt einfach, ich weiß nicht, auch dieser Schauspieler, der auch in Die Welle mitspielt, dieser mit der Glatze, ich weiß seinen Namen nicht, der ist ja auch ein deutscher Schauspieler und ich weiß nicht, ich habe mir so ein paar Filme von ihm angeschaut, die waren mir zu kompliziert, ich habe die Story nicht verstanden und so. Ja, das mag ich halt nicht an deutschen Filmen, dass die heutzutage sehr kompliziert sind und die Tage, wo Manta Manta und so im Kino kam, die sind schon vorbei. Ja, also das mag ich nicht an den heutigen deutschen Filmen. Aber es gibt halt auch Ausnahmen, die ich vorhin gezeigt habe. So, nächste Frage. Welches Filmgenre mit mehr Aufmerksamkeit, also habe ich so in Stichpunkten auf meinem Blog hier geschrieben, also welches Filmgenre sollte meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen? Also das Folgende, das ist kein wirkliches Genre, aber das gilt für japanische Riesenmonsterfilme. Weil sehr viele kennen dieses Genre nur unter Billigfilmen und sagen, ja, das wären Filme, wo da so welche in so Kostüm, wo man noch den Reißverschluss sieht, sich gegenseitig verprügeln. Aber die vergessen, dass es auch noch ganz andere, besonders Godzilla-Filme gibt, die zwar mit Kostümen sind, aber sehr gut gemacht sind. Wie ich habe auch häufiger mit jemandem eine Diskussion, dass er meint, dass alle Godzilla-Filme schlecht gemacht sind. Da kann ich ja sagen, gut, wenn das seine Meinung ist. Aber womit ich überhaupt nicht klarkomme, ist, dass Godzilla oder besonders so diese japanischen Riesenmonsterfilme, das ist der Überbegriff dafür, sage ich jetzt einfach mal, dass sie so als lustig gelten. Und mit einer Person, die hat ernsthaft behauptet, dass der erste Godzilla-Film
lustig sein sollte, obwohl dieser Film gedreht wurde, um die Trauer des Krieges zu verarbeiten und auch total grausam und traurig war, und dann sagt er einfach, dass er lustig war, nur weil er es nicht besser weiß. Also sowas, das macht mich schon aggressiv. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, die werden alle schlecht gemacht, das sind halt so Vorurteile. Und ich finde, die Genre müsste mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann würden solche Vorurteile auch sterben, um es mal so auszudrücken. So, jetzt geht es bei der Nummer 3 um Videospielverfilmungen, wie ich dazu stehe. Also, sie sind gut, wenn sie nicht zu sehr an das Videospiel angelehnt sind. Ich mag so Videospielverfilmungen, wo so Charaktere aus den Videospielen drin sind, aber die dürfen nicht so sehr sein wie das Videospiel. Wie zum Beispiel der Sonic-Film, den habe ich mir viel schlechter vorgestellt, als er eigentlich war. Eigentlich ist er ein normaler Film, wo halt Sonic dabei ist. Doch ich habe ihn mir schlechter vorgestellt, dass er mehr ans Videospiel angelehnt ist und so. Und deshalb mag ich, wie gesagt, so Filme, Videospielverfilmungen, die halt anders sind als die Spiele. Oder ich war auch letztens im Film Uncharted drin. Es müsste letzten Sonntag gewesen sein. Nee, vorletzten Sonntag war es. Der war auch sehr gut, weil er halt irgendwie anders war, meine ich. Weil ist schon lange her, als ich die Spiele gespielt habe. Beziehungsweise ich habe damals nur zugeguckt, wie jemand anders die gespielt hat. Aber ja, da war es, meine ich, so, dass es was anders war. Oder auch bei Rampage die Verfilmung. Also das ist gut, solange es anders ist, finde ich. Weil ich bin jetzt auch nicht so der große Videospiel-Fan. Ich spiele 2 Stück aktiv und die anderen, die habe ich bei mir irgendwie rumliegen. Ja. Und jetzt 4, jetzt switchen wir, machen wir einen gewaltigen Sprung von Videospielen zu Godzilla. Also ohne Grund, das ist die einzige Godzilla-Frage auf diesem Fragebogen hier, wenn man das Fragebogen nennen kann. Ja, was ist der stärkste Godzilla-Gegner? Ich habe ihn ja hier auch schon hingestellt, diesen Film. Und zwar, da sieht man ihn, King Ghidorah. Ja, viele Menschen könnten sagen, ja, er wurde schon häufig von Godzilla besiegt. Aber da kann man sagen, jeder Godzilla-Gegner wurde von Godzilla besiegt. Und ich finde ihn halt stark, weil er hat 3 Köpfe, ist riesig, größer als Godzilla. Und hat da so diese Strahlen aus dem Mund, die, meine ich, auch stärker sind als der Strahl von Godzilla. Ja, da sage ich, das ist der stärkste. Ich finde ihn auch sehr cool, habe ihn auch als Figur, die habe ich jetzt hier nicht stehen, die habe ich in der Kiste, aber bin jetzt zu faul, um die rauszuholen. Und das ist meine Antwort. Ihr könnt dazu stehen, wie ihr wollt. Er ist der klassische Godzilla-Gegner, tritt immer wieder auf. Und ja, hat Godzilla sehr viel Schaden das hasse ich, wenn man einen Satz anfängt, aber das Ende nicht weiß. Sehr viel Schaden zugefügt, genau. So, jetzt geht es um wiederbelebte Franchises, wie ich dazu stehe. Also man hat ja ein paar Franchises wiederbelebt, die wird zum Beispiel Stirb langsam. Ja, lustig, weil das Wort Stirb drin vorkommt, wiederbelebt. Nee. Da gab es ja 4 Teile, dann kam irgendwann ein 4. und ein 5., die jetzt nicht so gut waren. Also hier finde ich, man hätte das bei dieser typischen 80er, 90er Jahre Actionreihe lassen sollen. Wie jetzt bei Beverly Hills Cop oder Lethal Weapons. Ja, hätte man machen sollen, weil die letzten beiden Filme, die gefallen mir nicht so. Und auch bei Transporter, da ist es was skeptisch, weil die Filme die wurden sehr aneinander rausgebracht, um es mal so zu sagen. Also da war nur ein paar Jahre Abstand, nachdem die rausgebracht wurden. Also man könnte von einer Wiederbelebung reden, weil im neuesten Film, da wurde ein anderer Schauspieler verwendet und so. Und das finde ich absolut ehrenlos. Also eine Reihe, die von Jason Statham lebt, durch die er auch berühmt wurde, da einfach einen anderen Schauspieler zu nehmen, der ihm null ähnelt. Und man kann jetzt auch nicht sagen, ja, vielleicht ist das der Nachfolger vom Transporter. Nee, er hat denselben Namen wie er. Und das soll er auch darstellen. Fährt dasselbe Auto, aber ist so ein Weichei im Gegensatz zu Statham. Und hat auch Haare. Also hat keine Glatze wie Statham. Also absolut ehrenlos, was sie da gemacht haben. Also wiederbelebte Franchises, da bin ich eher nicht so ein Freund von. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also anhand diesen beiden Beispielen.
Es gibt auch noch ein paar andere Beispiele, wie jetzt Halloween, da ist es was besser, aber die meisten wiederbelebten Franchises, die sind zu abgedriftet, um es mal so zu sagen. So, jetzt eine Frage, ob manche Franchises zu lang sind. Nee. Also, ich sag jetzt nein. Ein Franchise darf so lang sein, wie es will. Und es gibt nicht zu lang. Es sei denn, die Filme werden immer schlechter. Da ist es hat, ist, widerspricht sich das. Aber wie ich ja gerade gesagt habe, wenn eine Reihe als Originalreihe gedacht war und die dann nach vielen Jahren weitere Filme drehen, dann gibt das meistens nichts. Also vielleicht ist das auch auf die vorherige Frage ein bisschen verbunden mit, oder auf die vorherige Frage bezogen, besser gesagt. Also wie gesagt, Franchises dürfen so lang sein, wie sie wollen, solange die Filme noch gut sind. Wenn die in eine andere Richtung gehen, irgendwann, wie jetzt bei Freitag der 13., dann ist das nichts. Sorry. Aber ich finde, Freitag der 13. bis Teil 6 war es gut, doch danach, da wurde das nur noch so Guilty Pleasure, fand ich. So, die nächste Frage, ob ich lieber Filme mit dem Originalton sehe oder mit der deutschen Synchro. Und da sage ich, deutsche Synchro immer. Außer bei Ausnahmen, wo ich nur die Original-Synchro damals hatte, wie jetzt bei Godzilla vs. Kong. Da hatte ich nur die Fassung aus England. Die habe ich sogar auch noch beide in der Schublade stehen. Das habt ihr auch in meiner Overview letztens gesehen. Da habe ich die nebeneinander. Also die englische Fassung ist die mit dem Pappschuber drum. Da musste ich es halt machen, habe ich danach die deutsche Version auch noch geholt, weil die sehr lange nicht verfügbar war. Aber ich wollte den Film trotzdem sehen, damit ich nicht kaputt gespoilert wurde. Und da sind wir auch gleich schon bei der nächsten Frage. Aber ich möchte die Frage noch zu Ende sagen. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, also die deutsche Synchro. Mich hat noch nie ein Film enttäuscht. Natürlich bei den alten Godzilla-Filmen, wenn wir jetzt wieder zum Thema kommen. Da war es so, dass manche Monsternamen falsch ausgesprochen wurden oder so. Aber ja, und frage ich mich. Ich finde, es gibt keine so deutsche Synchro, dass man sich nur das Original mit Untertiteln anschauen kann. Es gibt's nicht, meiner Meinung nach. Also ich kann alles Deutsche schauen, was Synchro angeht. Wenn das ein guter Film ist, aber eine schlechte deutsche Synchro hat, dann ist es egal, weil ich kenne dann ja nur die Deutsche. Und wenn man dann sagt, ja, die Original, die ist so besser, dann toll. Es wird für mich ausgeblendet automatisch, weil ich ja nur Filme mit deutscher Sprache schaue. Außer jetzt bei diesem. Bei der Ausnahme von vorhin. So, jetzt Spoiler, weil ich vorhin auch schon angeteasert habe. Also ich finde Spoiler absolut kacke. Ich habe gehört, dass es auf Insta oder TikTok extrem viel Filme kaputt gespoilert wird, aber daher, dass ich so einen Schrott nicht habe, besonders TikTok, das ist einfach nur was für kleine Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich überhaupt kein Freund von. Da ich sowas nicht habe, kenne ich das nicht. Aber ich finde es total unverschämt, wenn in YouTube Titeln Spoiler drin sind. Wie zum Beispiel, warum hat Godzilla und Kong gegen Mechagodzilla in Godzilla vs. Kong gewonnen? Dann wird er ja schon gespoilert, dass die gegen Mechagodzilla gewonnen haben. Das war zum Beispiel so ein Beispiel. Und das finde ich absolut blöd. Oder dann auch YouTube-Videos, wo keine Spoilerwarnung kommt. Ja, wenn schon, soll man eine Spoilerwarnung einblenden oder sagen, jetzt kommt Spoiler, aber nicht einfach irgendwie spoilern. Aber das Schlimmste ist jetzt nicht bei YouTube-Videos, weil da kann man ja einfach sagen, gut, dann schaue ich es mir nicht an und die Titel im Spoiler, da, ich meine, die Spoiler in den Titeln der Videos, da muss man halt eben drüber stehen. Und, aber das Schlimmste, das ist, wenn im privaten Umfeld Leute gespoilert werden. Das ist zwar schon Jahre vorbei, dass das bei mir passiert ist, aber damals hatte ich so einen Klassenkamerad, der hat mir Jurassic World 2 kaputt gespoilert, weil er mich ärgern wollte. Und das war ja nicht so gut. So, da habt ihr meine Meinung zu Spoilern auch herausgefunden, also habe ich euch jetzt erzählt. Jetzt kommen wir zu der Bewertung von Filmen. Da muss ich sagen,
Es gibt keine Bewertung bei Filmen. Entweder hat mir der Film gefallen oder nicht, wenn ich den Film mir angeschaut habe. Da kann ich nicht sagen, ja, für das, da ziehe ich jetzt einen Punkt ab und dann am Ende rechne ich die Punkte und die abgezogenen Punkte zusammen und dann, oh, das sind nur 3 von 10 Punkten. Also ist der Film scheiße, so bin ich nicht. Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Transporter, da war es ein Beispiel, da habe ich mir den ersten Tag angeguckt, da habe ich, war Schluss, dann ist einfach nur geil. Oder hier bei Stirb langsam, Teil 5 habe ich mir angeguckt und dann einfach so, scheiße. So ist es bei mir. Nicht mehr und auch nicht weniger. So, und jetzt bei der Nummer 10. Welche Filme sollten eine Fortsetzung bekommen? Und da seht ihr auch gerade den Film, den ich die ganze Zeit im Hintergrund stehen hatte, doch den ich in diesem Video nicht weiter beachtet habe. Und zwar finde ich, dass dieser Film, da gibt es ja schon eine Fortsetzung, aber ich finde Crank 2 sollte nochmal eine Fortsetzung bekommen. Da Gerücht nach soll auch bald was kommen, aber das wurde auch nicht weiter irgendwie erzählt. Ja, also wurde immer gesagt, ja, da kommt bald eine Fortsetzung, aber nicht wann genau. Und Trailer und so sind auch noch nicht draußen. Aber ich finde, das sollten sie auf jeden Fall machen, weil dieses Franchise ist so lustig und so Guilty Pleasure mäßig. Also jeder, der den nicht kennt, sollte sich die beiden Filme anschauen. Und dann finde ich, bei Transporter, wo ich ja dieses Video mit Ausnahme von Godzilla am meisten hierüber geredet habe, finde ich, der Film ist wie gesagt eine absolute Zumutung. Den einfach weg. Denn dafür bei Teil 3 noch eine Fortsetzung machen. Also, dass man dann so gezeigt hat, dass die Ersteller der Filmreihe gezeigt haben, ja, das war Mist, was wir da gemacht haben. Wir holen jetzt Statham zurück für einen richtigen vierten Teil. Also, das würde mich extrem freuen. So, und dann sage ich, das war der No-Name-Tag. Und jetzt tagge ich den YouTuber Kaffee mit Sashi. Der hat beim Alles ist möglich Tag mal mitgemacht. Ich weiß nicht, ob er sich das hier anschaut. Damals, da hat er irgendwie noch 10 Abonnenten oder so, doch dann ist er ganz schnell gewachsen. Und wir haben auch mal miteinander so geschrieben, aber ich weiß jetzt nicht, ob er sich meine Videos anschaut. Also, wenn nein, dann könnte vielleicht einer, der das Video hier anschaut und den vielleicht auch kennt, ihm das vielleicht irgendwie mitteilen. Oder ich werde es ihm mitteilen. Das würde mich echt freuen, dass er da auch wieder mal mitmacht. Und dann auch noch, wen könnte ich noch taggen? Jim Hedmes vielleicht, der wurde noch nicht. Aber beim letzten Tag, beim Bedeutungstag hat er auch nicht mitgemacht, weil er keine Zeit hatte oder irgendwie so. Oder sein Kanal gesperrt war, ich weiß es nicht mehr. So, aber das wären dann so die beiden Leute, die ich taggen wollte. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.